Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zum brandneuen Multiplayer-Modus in Ghost of Tsushima. Jetzt ganz neu, frisch draußen mit dem neuesten Update. Der wurde jetzt vor ein paar Wochen angekündigt, jetzt ist er endlich draußen. Und ich bin sehr gespannt. Ghost of Tsushima vom Singleplayer her hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Eines der besten Spiele des Jahres, kann man jetzt schon mal sagen. Egal, was noch kommt, finde ich, zumindest für mich persönlich. Und wir werden jetzt in den Multiplayer reinschauen. Ihr könnt gerne Feedback da lassen zu dem Video, zu dem Spiel an sich, beziehungsweise zu dem Modus in den Kommentaren. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefällt, ihr vielleicht sogar noch eine weitere Folge sehen wollt. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt ablaufen wird. Und macht auf jeden Fall gerne beim Gewinnspiel bei meinem Partner Instant Gaming mit. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne ein Spiel eurer Wahl gewinnen oder Guthaben, FIFA Points, was ihr so braucht. Nächsten Monat gibt es ein neues und so weiter und so fort. Jeden Tag neue Deals. Günstig Games, Guthaben findet ihr dort auch. Genug gequatscht, genug Werbung gemacht. Geister von Tsushima. Let's go. Starten wir mal rein. Ich bin sehr gespannt. Einst schrieb ich die Geschichte Tsushimas. Jetzt schreibe ich über die Schlacht um ihr Überleben. Etwas Grausames. Etwas Furchtbares bedroht die Menschen auf unserer Insel. Die Geister unserer gefallenen Samurai sind zurückgekehrt. Gerufen aus einer anderen Welt, um uns zu retten. Als die Mongolen an unseren Küsten landeten, ließen sie eine entsetzliche Schar von Oni auf das Land los. Diese Dämonen bedrohten unser aller Seelen. Und die Geister Tsushimas erhoben sich gegen sie. Einige behaupten, es gäbe nur einen Geist. Doch tatsächlich sind es viele. Erst erzähle ich euch von den Samurai. Sie kämpften für die Ehre, Familie und Heimat. Samurai kennen keine Furcht und treten tapfer allem entgegen. Hey Freunde, also ich muss sagen, das Intro war auf jeden Fall schon mal sehr stimmungsvoll. Und Ghost of Tsushima Legends klingt schon einfach viel geiler als... jetzt muss ich hier Tutorial machen, oder? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich bin die Legende von Tsushima. Doch ab muss ich jetzt hier erstmal... Was ist denn jetzt los, Alter? So wichtig wie der Angriff. Ist aber ganz gut, ehrlich gesagt, weil es sind ja schon ein paar Wochen vergangen. Komm, komm, schlag nochmal zu, bitte. Ja, sind ja ein paar Wochen vergangen, dementsprechend ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir nochmal kurz die Erinnerung bekommen. Aber schon auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen frech so. Das ist für mich wie Fahrradfahren, weißt du, das verlernst du halt nicht. Eine alte klar machen. Das verlernst du nicht. Wenn du es einmal drauf hast, dann kannst du es sein. Weißt du, was ich meine? So, haben wir jetzt das Tutorial? Die Geister schlagen die Trommeln. Glaube schon, die Kami zu Hilfe zu rufen. Jetzt geht's aber los hier. Schlage die Heiltrommel. Schlage die Heiltrommel. Von welcher Seite? Ach so, einfach draufschlagen. Okay. Okay. Was geht jetzt? Samurai sind in der Lage, die Macht der Kami durch ihr Katana zu leiten und dem Gegner so Leben zu entziehen. Alles klar. Okay. Müssen wir natürlich erstmal reinkommen wieder.
Die Katanas und beziehungsweise die Kunais, meine ich, die müssen auch erstmal aufladen, die Fähigkeit. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen wieder. Seht ja unten rechts. Kann man denn. Okay, so konnte man nochmal sprinten. Also dieser Rot-Schwarz-Touch, der ist schon Samurai sehr geil. Meistern den ultimativen Ausdruck explosiver Kraft. Samurai Ultimativ! Hashima-san, führe eine Reihe automatischer Schläge. Ja, okay, alles klar, das haben wir ja, glaube ich, schon mal. Junge! Meister nehmen Siege nicht teilnahmslos hin, sondern verleihen ihrer Leistung entschlossen Ausdruck. Okay. Kostet meine Klinge! Danke. Gut. Das ist alles Tutorial-Phase. Was soll ich denn noch machen? Hilfe brauche ich nicht. Das ist ja Schwachsinn. Woo, Junge! Motiviert zum Sieg! Für Ehre, ihr Vermächtnis und ihre edlen Fürsten. Die Geschichtsbücher sind zum Bersten gefüllt mit den vielen Heldentaten dieser mutigen Krieger. Boah, die Optik ist halt immer noch geil. Es ist halt einfach direkt. Es ist direkt wieder nice. Jäger sind eins mit dem Bogen. Sie können Oni quer über das Schlachtfeld mit einem punktgenauen Pfeiltreffer zu Fall bringen. Ach so! Okay, jetzt verstehe ich. Okay, es ist einfach nur erstmal ein Tutorial für die ganzen Klassen, die es gibt. Ja gut, okay. Einige sagen, die Geister verfügen über Fähigkeiten, die unsere weit übertreffen. Sie können ihre Sinne konzentrieren und erkennen Gegner auch in sehr großer Entfernung. Von erhöhten Stellungen aus lassen Jäger den Tod auf ihre Gegner herabregnen. Saulas Action, ganz Geister easy going. Holen sich wertvolle Ressourcen von den Toten. Okay. Man sagt, dass Geister steile Felswände übermenschlich schnell erklimmen können. Man sagt. Also wird jetzt, werden jetzt die ganzen in Fähigkeiten, die Jin des Krieges alle hatte, aufgeteilt auf mehrere Klassen. Der Geister Dorfbewohner, Krieger und Fürsten in ganz Tsushima. Einige bringen nun Geschenke als Anerkennung dar. Okay. Die Pfeile eines Jägers erfüllen verschiedene Zwecke. Einige durchdringen die dickste Rüstung. In anderen hingegen brennt der Geist des Feuerkami. Halte L2 gedrückt. Es ist aber ganz gut, dass wir nochmal so halbe Tutorial-Phase haben. Aber vielleicht hier und da werde ich mal ein bisschen abkürzen, weil ihr kennt es ja schon alles. Schieße einen Brandfall ab. Okay, gut. Achso. Jäger stellen Pfeilspitzen aus Blitzen her, um ihre Gegner zu betäuben. Ein Bogen ist unschlagbar. Ja, mein Bogen, der ist wirklich unschlagbar. Habt ihr noch Probleme? Sie konzentrieren sich auf ein Ziel, sodass auch mehrere gleichzeitig abgeschossene Pfeile treffen. Feuere 3 Kopfschüsse auf gegnerische Ziele ab. Okay. Komm mal ran hier, Jungs. Komm mal ran hier. Mensch. Was ist denn hier los? Silvester schon, oder was? Genau, so sieht's aus. Jäger so sieht's aus der Ferne zuschlagen, schleichen sich Assassinen lautlos ganz nah an ihre Opfer heran. Also bisher... Also wie gesagt, alles, was Jin selber kann, wird hier so gefühlt aufgeteilt. Außer jetzt dieser Triple Headshot. In der Nacht. Sie haben sich vom Samurai-Kodex abgewandt. Und Tarnung und Täuschung hingegeben. Der Assassine. Mal schauen. Wäre ja lustig, wenn sie einfach eine versteckte Klinge genommen hätten. Assassinen schleichen ungesehen durchs hohe Gras und bleiben im Verborgenen, bis sie zuschlagen. Ein geschickter Assassine bringt den Tod wie ein Flüstern in den... Oh, kann ich mal aussprechen, diese krasse Geister bewegen sich oft auf Dächern fort und weichen so den Blicken der Wachen aus.
Ich muss ehrlich sagen, spielerisch bin ich schon wieder komplett raus aus dem Game. Aber wie gesagt, ein paar Wochen nicht gespielt, ist ja normal. Erstmal sie wieder schweben lautlos von Dach zu Dach, als würde eine sanfte Brise sie tragen. Was machst du denn? Sie gleiten mit müheloser Eleganz über Seile und Brüstungen. Alles Krass. Für den perfekten Todesstoß, der ihr Opfer ins Jenseits schickt. Assassinen können verschwinden. Und werden für den ultimativen Überraschungsangriff zu unsichtbaren Geistern. Geil, Alter. Okay, das ist nice. Das ist nice. Die sind mega langsam. War Jin auch so langsam? Ich hab's gar nicht mehr in Erinnerung. Oder? Die kommen mir voll langsam vor, irgendwie. Ihre größte Stärke ist es, unaufhaltsam den Tod zu bringen und wie ein Blitz von Gegner zu Gegner zu springen. Von Gegner zu Gegner? Ja, nice! Assassinen werden für ihre neue Art der Kriegsführung, die auf Tarnung und Anpassungsfähigkeit beruht, respektiert und gefürchtet. Geil. Jetzt kommt noch eine vierte Klasse, oder wie? Ein letzter Geist vollbringt in unseren Geschichten Heldentaten. Die Ronin kämpften für das Volk und für die Seelen von Tsushima. Diese Krieger heilen ihre Verbündeten. Und es heißt, sie könnten sie sogar von den Toten zurückholen. Die Ronin. Die herrenlose Samurai. Mal schauen, was sie können. Alle Geister arbeiten zusammen, um den perfekten Angriffsplan zu entwickeln. Vielen Dank. Na los! Na los! Und tot. Ein Geist im Kampf. Lassen ihn seine Verbündeten niemals. Die Geister kennzeichnen wichtige Orte für ihre Verbündeten. Okay. Die Geister können die Seelen der Kami zu Hilfe rufen, damit sie ihnen im Kampf helfen. Gemeinsam sind wir stärker. Alter, hab ich jetzt einen eigenen Wolf, oder was? Oder ist das, ey, was ist das? Ein Wolfsschaf? Ausweichen! Bereit machen! Oh, komm her, streicheln! Sieht aus wie ein Wolfsschaf irgendwie. Keine Herren, kämpfen jedoch nicht allein. In Zeiten großer Not heilen Ronin verwundete Verbündete. Alter, was ist denn hier los, Junge? Okay, den Ronin würde ich auf jeden Fall schon mal nicht nehmen. Ich weiß nicht, welche Klasse würdet ihr nehmen, Freunde? Welche Klasse? Ich glaube, ich würde ganz normal den Samurai, also die erste Klasse nehmen. Weil für den Assassinen bin ich, glaube ich, so unfähig. Ich weiß halt nicht, was das für ein Modus ist. Macht man irgendwie Missionen oder ist es irgendwie so ein Wellenmodus, den man überleben muss? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Kommt drauf an. Die Geister kämpfen Seite an Seite gegen das Böse, das unsere Heimat bedroht. Von Mongolenhorden erweckt, die Meer und Küste plündern, metzeln die Oni ganze Dörfer nieder. Dämonen steigen von den Bergen herab. Und rastlose Gespenster erheben sich aus alten Gräbern. Tsushima braucht diese Helden nun mehr denn je. Hört ihren Geschichten genau zu und helft mir, das Ungeschriebene zu sehen. Helft mir, die Legenden von Tsushima zu enthüllen. Cool. Ich muss mal halt echt gucken, ob das irgendwie so ein Wellenmodus ist oder ob man irgendwelche Gebiete befreien muss. Damit es auch Sinn macht, dass man der Assassine ist, weil wenn es so ein Wellenmodus ist, dann macht es ja keinen großen Sinn, der Assassine zu sein. Dementsprechend denke ich mal, dass man auch irgendwelche Lager räumen muss.
Ich glaube, ich gehe mit dem Samurai. Ja. Ja. Blut und Stahl sind die zweite Natur des Samurai, die sich mit glänzender Rüstung und gezogenem Katana in den Kampf stürzen, um ihre Gegner zu vernichten. Ja, da sehe ich mich. Welche Klasse hättet ihr genommen, Freunde? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe viele schöne Legenden für euch. Alter, die haben ja... Ach, das ist ja... Das ist ja heftig. Das heißt, die haben nicht nur so einen kleinen Multiplayer-Modus, wo du hier und da mal ein paar Missionen machen kannst, sondern die haben das richtig aufgezogen mit Belohnungen und Quests und Missionen und verschiedenen Klassen und so weiter. Das ist ja heftig. Je nach Rang kannst du neue Sachen freischalten. Albtraum-Story-Mission. Schließe eine Albtraum-Story-Mission. Schließe schnelles Spiel-Story-Mission auf Schwierigkeitsstufe Silber oder höher ab. Krass, Alter. Ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Modus, Alter. So ein kleiner extra Boni-Modus. Aber der ist ja ganz schön groß aufgezogen, ne? So auf den ersten Blick zumindest hat man den Eindruck. Ich weiß halt nicht, wie das am Ende wirklich ist. Ja gut, Freunde, das war's dann erstmal mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt gerne mal euren ersten Eindruck in die Kommentare. Und ansonsten hört man sich dann in weiteren Videos. Haut rein. Tschüss.